Nehme einen traumhaften Park, ein beeindruckendes Grand Hotel und 51 außergewöhnliche Klassiker der Automobilgeschichte. Das ist der Concorde d'Eleganza vor der Kulisse des glitzernden Comer-Sees. Es ist diese Mischung, die den Concorde d'Eleganza jedes Jahr für die Automobilenthusiasten aus der ganzen Welt zu einem der attraktivsten Oldtimer-Events überhaupt macht. Ein exklusives Wochenende, das vor Jahren durch die BMW Group wieder ins Leben gerufen wurde. Denn bereits 1929 fand genau hier, am Comer See, der allererste automobile Schönheitswettbewerb statt. Im Jahr 2018 stand der Concorde d'Eleganza unter dem Motto Hollywood on the Lake. Auch wenn nur wenige Fahrzeuge wirklich eine cineastische Historie hatten. Doch die edlen Karossen und die filmreife Atmosphäre ließen dies schnell vergessen. Denn jedes der in dem Park von der Villa d'Este ausgestellten Fahrzeuge könnte einen eigenen Filmplot erzählen. Dies ist ein Kriterium, das die Bewertung des Fahrzeugs durch die Fachjury beeinflusst. Der begehrte Preis Best of Show by Jury ging in diesem Jahr an den nur viermal gebauten Ferrari 335 Sport. Sogar der eingefleischte Ferrari-Kenner könnte nach oberflächlicher Betrachtung diesen Spider von Scaglietti als Testarossa identifizieren. Doch der Ferrari 335 dürfte die Krönung aller Rennsportfahrzeuge mit Frontmotor darstellen. Immerhin leistete sein Vierzylinder V12-Motor ganze 430 PS und brachte den Ferrari damit auf ganze 300 km pro Stunde. Echte Renngene besitzt auch der Jaguar XK 120 Competition Type, kurz auch als Jaguar C-Type bekannt. Er ist der offizielle Vorgänger des D-Types. Der weiße Jaguar wurde von dem US-amerikanischen Rennfahrer Maston Gregory in den Anfängen seiner Laufbahn gefahren. Nur 39 Mal wurde der Ferrari 250 GTO gebaut. Er gilt als wertvollstes Automobil der Welt, gilt aber zugleich auch unter Kennern als erfolgreichstes und schönstes Rennfahrzeug aller Zeiten. Die auffällige blau-gelbe Lackierung des Fahrzeugs wurde von dem schwedischen Rennfahrer Ulf Norrinder bestellt, denn er wollte nach dem Erwerb des Fahrzeugs die Nationalfarben Schwedens auf seinem Ferrari GTO haben. Auch in der Vorkriegsklasse The Titans, Dirt, Dust and Danger gab es einige wirkliche Rennlegenden zu bestaunen. Der 1936er Lagonda LG 45 Rapide, der unter anderem 1937 die 24 Stunden von Le Mans bestritt und bis 1964 im Renneinsatz war. 1937 trat der Brite Alan Hess mit diesem Lagonda eine Rekordfahrt an und wollte die damalige Spitzenmarke von 100 Meilen pro Stunde sprengen. Er erreichte auf der regennassen Fahrbahn von Brooklands genaue 104,44 Meilen pro Stunde und durchbrach damit die magische Schallmauer der britischen Tourenwagen mit Straßenzulassung. 170 km pro Stunde war 1930 eine unglaubliche Geschwindigkeit und verwies auf einen echten Rennboliden, den Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport. Als Rennwerkswagen in der Targa Florio wurde der Bugatti Typ 35 von 1925 eingesetzt. Ältester Straßenrennwagen, auch wenn dies stets Ettore Bugatti zugeschrieben wird, baute Giuseppe Stefanini mit dem 1909er Isotto Fraschini Fenck. Nur 10 Jahre jünger ist der Isotto Fraschini Tipo 8A Super Cinto, damals die schnellste Luxuskarosse weltweit. Die Karosserie dieses Roadster Cabriolets wurde bei Castagna gebaut. US-Präsident Nelson Rockefeller saß 1967 persönlich am Lenkrad des Rolls-Royce Phantom I mit einer Brougham de Ville Karosserie von Brewster & Co. Besonders auffällig sind die vergoldeten Zierteile an diesem Rolls-Royce. Ebenfalls aus den USA stammt der eindrucksvolle Cadillac V16,
von dem nur 10 Fahrzeuge bis heute überlebt haben. Es war das erste Automobil mit einem 16-Zylinder V-Motor. Für einen Lancia-Händler in Boccia, nördlich von Turin, schuf Pininfarina 1936 exklusiv 6 Cabriolets des Lancia Asturia Serie 3. Das auf dem Concorso d'Eleganza gezeigte Modell ist seit 82 Jahren im unrestaurierten Zustand. Gleich daneben fand sich noch eine Automobile-Legende. Der Bugatti T57 Atalante von 1937, der sich ebenfalls in einem unrestaurierten Zustand präsentierte. Nur 33 Exemplare dieses französischen Luxusfahrzeugs wurden je gebaut. Sportlichkeit und Eleganz verbindet die Fahrzeuge in der Klasse New World, New Ideas, The Story of the GT. Nur 2 Exemplare wurden von dem Ferrari 212 Export mit Vignale-Karosserie, Baujahr 1951, gebaut. Das Design entstammt der Feder von Giovanni Michelotti. Ebenfalls aus seiner Feder entstammt der Fiat Ottovue von 1953, der ebenfalls bei Vignale karosseriert wurde. Sehr prägnant ist die extrem flache Fensterlinie bei diesem Exemplar, die seine Sportlichkeit unterstreicht. Carroll Shelbys erster Versuch, einen eigenen Sportwagen zu kreieren, ist die Corvette mit einer Scaglietti-Karosserie. Es ist das erste von 3 Fahrzeugen. Das bei Scaglione gebaute 700 Kilogramm schwere Exemplar des Alfa Romeo 33-2 Stradale überzeugte vor allem das Publikum des Concorso d'Eleganzas. Und somit erhielt der Besitzer des Fahrzeugs den Coppa d'Oro, den Preis für den schönsten Klassiker an der Villa d'Este.